Hallo. 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 Guten Morgen. Morgen, Frau Dr. Wagner. Sie spielen einen Moment Zeit für mich? Ja, natürlich. Wollen Sie denn jetzt noch in eine Fortbildung? Naja, ich kenne mich nicht gut genug aus mit den neuen Single-Port-Techniken. Das müssen Sie doch auch nicht. In unserem Alter haben wir doch ganz andere Sorgen, oder? Deswegen möchte ich auch mit Ihnen über ein neues Produkt unserer Personalabteilung sprechen. Ah, hier habe ich's. Das Drop-Out-Programm. Es ermöglicht verdienten Mitarbeitern sozusagen den Einstieg in die Frührente. Drop-Out-Programm? Ja, bei einer guten Abfindung, selbstverständlich. Abfindung, aber... Glauben Sie mir, Frau Wagner, ich würde auch am liebsten alles hinschmeißen und in aller Ruhe mit guten Freunden beim Glas Bier im Garten sitzen und das Leben genießen. Sie haben doch dieses schöne Haus am Walchensee. Ist doch traumhaft da. Na, Ladies, lasst euch schmecken. Ja? Ja. Hallo. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, danke, Frau Doktor. Alles bestens. Leberwerte, Blutwerte, alles okay. Am Rücken habe ich so ein Ziehen, aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ja, so war das nicht gemeint. Außerdem bin ich Chirurgin. Ah, Respekt. Ja, ich würde gerne trotzdem wissen, was Sie hier in meinem Garten machen. Ach, das ist Ihr Garten. Dann sind Sie die Freundin von Giovanna. Entschuldigen Sie, ich habe sie mir ein bisschen anders vorgestellt. Wieso? Na ja, Giovanna meinte, Sie freuten sich über jeden Besuch, weil Sie so alleine hier draußen am Walchensee wohnen. Oh, kommt auf den Besuch an. Ja, klar. Darf ich mich vorstellen? Steffen Berger. Ja, und? Maria! Giovanna! Du bist ja doch zu Hause. Hast du deinen freien Tag? Sowas Ähnliches. Oh. Und endlich lernst du mal den Mann kennen, der der Grund dafür ist, dass ich in den letzten Monaten so wenig bei dir draußen war. Steffen Berger. Nochmal hallo. Mein neuer Freund. Ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Ich weiß genau, was du denkst. Er könnte mein Vater sein. Oder warum bist du so still? Ich habe im Moment Sorgen. Die Klinik hat mir gekündigt. Aus Altersgründen. Gekündigt? Das kann doch gar nicht sein. Du bist doch noch gar nicht so alt.
Ich kenne eine sehr gute Arbeitsrechtlerin, die kann dir sicher helfen. Danke, aber das bringt nichts. Ich muss mir halt eine neue Stelle suchen. Vielleicht finde ich ja noch was. Hoffentlich. Ganz bestimmt. Schön, dass du da bist. Wie lange bleibt ihr? Ach, nur kurz. Ich muss heute Abend noch ein Konzert betreuen. Aber am Sonntag wollten wir hier meinen Geburtstag feiern. Oben in der Ferienwohnung meiner Eltern. Die mal wieder nicht kommen können aufgrund irgendeiner diplomatischen Krise. Aber dann feiern wir halt zu dritt. Du, Steffen und ich, ja? Das ist lieb von dir, aber ich will euch nicht stören. Aber ich muss doch wissen, was du von ihm hältst. Na gut. Und? Erste Eindrücke? Hm. Er könnte wirklich dein Vater sein. Mindestens. Ich hab's gewusst. Dankeschön. Kann ich Sie im Moment sprechen? Ja. Oh, danke. Es geht um Giovannas Geburtstag. Ich weiß Bescheid. Sie möchte nur einen kleinen Rahmen feiern, aber das finde ich schade. Sie meinten, 30. sei im Leben der Frau kein Grund für ein großes Fest, aber das ist ja Quatsch. Also ich kenne genügend attraktive Frauen, die sind Ende 30. Interessant. Ja, oder sogar noch älter. Und deswegen habe ich einen ganz anderen Vorschlag. Wir überraschen Sie hier draußen. Sie haben ja genügend Platz mit einem großen Fest. Mit Musik, mit dem ganzen Freundeskreis, mit Lampions und dem ganzen Schuhschuh. Hier? Keine Sorge. Ich komme am Samstag vorbei, bereite alles vor. Sie lehnen sich entspannt zurück und genießen. Ja, aber ich... Einverstanden. Danke. Ich arbeite seit einigen Jahren an einer Studie über die Ursachen von Sportunfällen. Dabei geht es mehr um die psychologischen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen und bei einer Therapie zu beachten sind. Falls Sie dieser Schwerpunkt interessiert, würde ich mich gerne bei Ihnen als Dozentin bewerben. Freiburg? Aber Sie haben geschrieben, süddeutscher Raum. Ich hatte gedacht, es wäre München. Ja, entschuldigen Sie, ich rufe noch einmal an. Danke. Auf! Hey! Hey, was soll das? Sie demolieren meine Dachrinne. Ja, entschuldigen Sie, es tut mir leid. Na, ich hab gesagt, aus! Nicht hier. Das Fest findet unten statt, auf der Wiese am See. Hier kommen Sie sowieso nicht durch. Außenrum. Ja, außenrum. Ich übernehme natürlich den Schaden, ist ja klar. Wagner? Ich bin's, Giovanna. Ah. Du, ich hab gestern Abend Kurt im Theater getroffen und ihm von deiner Jobmisere erzählt. Und jetzt halte ich fest. Er sucht eine Chirurgin in seiner Schönheitsklinik. Also, ich habe nicht wirklich Lust auf einen Job bei meinem Ex-Mann. Hast du gerade Besuch? So Handwerker. Warte, Moment. Was gibt's denn? Entschuldigen Sie, wir haben ein Problem. Eines der Schafe buckt. Ich komme. Also, danke für deinen Anruf, aber das ist, glaube ich, nichts. Danke, ciao. Merken Sie? Da vorne, rechts, alarmt. Ja, jetzt geh mal zur Seite, Mona, Schatz. Ja, Lisa. Komm mal. Komm, Lisa, sag mal her. Die heißen Mona und Lisa? Ja, komisch, nicht? Und die bewachen ihr Anwesen? Ja, sozusagen. Vorsicht, bissiges Schaf, ja? Sie sind ein richtiger Schatzbold, ja? Moment mal, ich kenne hier einen Tierarzt, der wohnt hier um die Ecke. Den rufe ich mal an, den Dr. Huber. Ja, Sie können auch gerne gleich ganz hier einziehen und sich um alles kümmern. Ja, danke für das Angebot. Hallo, Herr Dr. Huber. Stopp! Stopp! Da geht's nicht weiter, sonst geht die Regenrinne kaputt. Ich kenne mich hier aus. Herr Dr. Huber, bitte erzählen Sie niemandem von dem geplanten Ausflug mit dem Pferd. Das ist meine große Geburtstagsüberraschung. Ah, kein Problem. Noch was. Das Pferd,
Für mich, das kann ruhig schon etwas älter sein. Keine Sorge, wir haben da den alten Fritz. Der ist wie eine Kutsche. Alter Fritz, das ist gut. Moderfäule. Im Anfangsstadium. Mit einer Lösung Antibiotika kriegen wir das schon wieder hin. Aber tagsüber müssen die beiden auf eine andere Weide. Du hast doch noch die Wiese am Strand, oder? Da findet morgen ein Fest statt, eine Überraschungsparty. Giovanna wird 30. Giovanna? Sie würde sich bestimmt freuen, wenn du kommst. Du weißt doch, dass das damals mit uns nicht gerade leise auseinandergegangen ist. Na komm, wie lange ist das her? 10 Jahre? 8. Und zwar rund um ihren Geburtstag, wenn du es genau wissen willst. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Ach, ich dachte, ihr hättet wieder Kontakt. Ihr neuer Freund sagt, er kennt dich. Hm? Steffen Berger. Sie ist mit diesem Berger zusammen, dem Musiker? Der will ja mit Giovanna ausreiten, mit mir als Guide. Oh, besser, ich finde jemanden, der mir die Tour abnimmt. Jetzt stell dich nicht so an. Ich muss los. Tschüss, Maria. Tschüss. Lisa, komm. Uber? Komm, mein Schatz, dein Herz. Das ist doof. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja, das ist dein Weg. Wieso halten wir? Überraschung. Dieses kleine Geschenk soll dich sicher über die Schwelle in dein neues Jahrzehnt tragen. Ah, mit Falten und grauen Haaren. Nein, in dein weiteres Leben als meine Traumfrau. Du bist echt so süß, weißt du? Erster Anfang. Komm. Wie kommt's eigentlich, dass ein Mann wie du noch nie verheiratet war? Weil die Ringe, die er aussucht, nie passen. Oh. Hier schon. Und ehrlich, ich finde ihn wunderschön so. Wenn wir wieder zurück sind, lasse ich ihn verkleinern. Er soll dich an einen perfekten Geburtstag erinnern und deswegen muss er auch perfekt passen. Sag mal, sind das nicht Charles und Pitt? Ja. Was machen die denn da? Ich hatte doch gesagt, ich will nicht feiern. Ich gehorche dir nicht immer. Du bist wirklich der Beste. Doch nicht alle. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Hey, alles Gute. Oh, danke. Danke. Ihr seid so toll. Alles Gute. Wo kannst du meinen Wagenblumen holen? Alles klar, Mike. Danke euch. Danke euch. Oh, wie toll. Toll. Dankeschön. Okay.
Prost. Alter. Prost. Dann, ja. Maria? Was machst du denn da? Elise hat die Moderfäule. Das ganze Strom ist raus. Aber doch nicht an meinem Geburtstag. Jetzt komm schon, du musst dich ja auch noch umziehen. Ich kann ja später mal vorbeischauen. Nein, jetzt. Du bist doch meine allerliebste Freundin. Ach, Jovanna. Jovanna, komm mal schnell. Ja, sofort. Keine Diskussion, Maria. Du lässt alles stehen und liegen und kommst. Bitte. Na gut. Danke, Pitt. Gerne. Oho, schon im Partykleid. Sieht cool aus. Müssen Sie nicht zu Ihrem Fest? Hallo. Das Toilettenpapier ist alle. Ja, und die Handtücher sind auch schmutzig. Okay. Das ist keine Angestellte. Das ist Jovanas älteste Freundin. Ich meine, ihr beste Freundin. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist nicht so schlimm. Ich kümmere mich darum. Komm. Aber steck mir nicht. Das ist ein Geheimnis. Aha. Verdammt gut dicht gehalten. Ja. Gut, ne? Ich habe nichts geahnt. Kommst du mal kurz mit? Ich würde dir meinen neuen Freund so gerne vorstellen. Oh, ja klar. Okay, bis später. Bin ich aber gespannt. Ich bin so glücklich, eine Woche schon. Ah, ja, da habe ich schon viel gehört. Ja. Na, endlich. Und du siehst fantastisch aus. Danke. Du kommst gerade rechtzeitig. Steffen hat gleich seinen großen Auftritt. Du bist ja richtig nervös. Ich weiß. Deswegen ist auch gut, dass du da bist. Mhm. Ah, komm, wir holen uns mal was zu trinken. Ja. Dürfen wir? Okay. Dein Wohl. And here is the one and only, the King. Komm, wir gehen nach vorne. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you. And I Liebe Jovanna, du hast mir mal von einem alten Traum von dir erzählt, von einem Ritt in die Berge. Und weil es meine Aufgabe ist, deine Träume zu erfüllen, habe ich uns eine zweitägige Tour organisiert. Du, ich, die Pferde und der Berg. Morgen früh geht's los. Das ist ja Wahnsinn. Und damit du weißt, was ich gerne für dich wäre, just listen, baby! Yeah! Baby, you let me be your loving teddy. Pull the chain around my neck and lead me in. Das ist gut. Die Nummer kenne ich überhaupt nicht von ihm. Ja, ich denke, du bist eine Managerin. I don't wanna be a tiger. Cause tigers play to rock. I don't wanna be. Aber es ist genau dein Ding, oder? Ja, genau. Be you.
So. Was denn? Oh. Alles okay? Maria, komm mal. Ich kann ihn her, es ist denn sicher. Vorhin nie anfassen. Oh. Vorsicht. Hier hoch am besten. Ja. Vorsicht. Oh, nicht so schlimm. Entschuldigung. Ich räume das gleich weg. Du, ich mach das schon, bleib du bei ihm. Wer soll sich denn um die Gäste kümmern? Die kann man ja nicht alleine lassen. Ach, die amüsieren sich ja ohne Elvis. So, okay. Soll ich dir die Schuhe ausziehen? Mm-mm. Du gehst jetzt da raus und lässt dich feiern. Nein, Steffen, ich kann dich jetzt nicht alleine lassen. Entschuldige. Ich hol Schmerztabletten, ja? Am besten, ihr fahrt gleich morgen ins Krankenhaus. Aber das ist doch nur ein Hexenschuss. Oder ein Bandscheibenvorfall. Oder hat sich ein Wirbel angeknackst. In seinem Alter ist alles möglich. Hat er Osteoporose? Knochenschwund. Ja, keine Ahnung. Gesundheit war bisher nicht so unser Thema. Soll es aber langsam werden. Ach, das hört sich immer so bedrohlich an. Als ob es nur auf die Gesundheit ankäme. Ich liebe ihn. Noch braucht er keinen Rollstuhl. Selbst dann. Aber soll ich mir deswegen jetzt schon einen Kopf machen? Zwei davon müssten bis morgen reichen. Sind ganz schöne Hämmer. Gut. Dich würde ich übrigens auch im Rollstuhl rumschieben. Klingt verlockend. Nee, nach einer Menge Spaß. Und ich finde, du siehst das Ganze zu dramatisch. Normalerweise ist Steffen fit wie ein Turnschuh. Mit Männern in seinem Alter ist es wie mit alten Bäumen. Sie sehen noch ganz gut aus, aber bei Sturm kommen schon die ersten Äste runter. Du willst mich ja nur ärgern. Im Ernst? Er sollte besser auf sich aufpassen, allein dir zuliebe. Ich glaube, das kann er nicht. Der steht ständig unter Strom, von morgens bis abends. Dann hat er zu hohen Blutdruck. Jetzt hör doch mal auf. Er genießt einfach das Leben. Ach, tut mir leid. Ich bin einfach krankenhausgeschädigt. Mhm. Oh, ich habe da noch was für ihn. Was ist das? Eine Bettpfanne. Sehr witzig. Giovanna! Baby! Aufstehen! Kleines, sonst verpasst du deinen Ausritt. Oh, hey, wie geht's dir? Ganz okay. Ich glaube, wir fahren trotzdem lieber ins Krankenhaus. Nein, ich muss nicht ins Krankenhaus. Ich habe nur einen Hexenschuss. Und was, wenn es doch einen Wirbel erwischt hat? Nein. Mir geht's gut. Schau mal. Also, ich bleib bei dir. Nein. Schlimm genug, dass ich Rückenschmerzen habe. Wenn du jetzt meinetwegen darauf verzichtest, dir einen alten Traum zu erfüllen, das könnte mir nie verzeihen. Na gut, wenn du möchtest. Beeil dich, die Pferde kommen gleich. Oh, wo sind denn die Sachen? Ah, da. Ja, Mensch. Oh, Steffen, hättest du mich ja ruhig früher wecken können. Das hat dir Giovanna falsch erzählt. Ich suche keinen Job. Zumindest nicht in deiner Klinik.
Nur weil wir mal verheiratet waren, heißt das doch noch lange nicht, dass wir nicht wieder zusammen arbeiten können. Mein Ex-Mann. Ja, darf ich? Gib mir doch wenigstens eine Chance, bitte. Was? Am besten, Anna und ich kommen heute Abend bei dir vorbei und dann reden wir in Ruhe drüber. Ich muss jetzt Schluss machen. Wie wär's denn mit 19 Uhr? Na gut, wie du willst. Aber... Nee. Finn, bist du unser Guide? Ich habe leider keinen Ersatz mehr für mich gefunden und dein Freund besteht darauf, dass wir zusammen ausreiten. Er hat mich heute Morgen extra angerufen. Er weiß nicht, dass wir uns kennen. Du kannst das Geld auch gern zurückhaben oder gib euch einen Gutschein. Naja. Ah. Viel Spaß beim Ausritt. Hals- und Beinbruch, wie man so schön sagt. Danke. Na gut. Der ist ja hübsch. Wie heißt er denn? Das ist Moritz, aber der ist noch sehr unerfahren. Nimm lieber Max. Keine Sorge. Ich bin ganz gut in Übung. Okay, Jojo, dann probieren wir das mal aus, ne? Ich bin nicht mehr deine Jojo. Giovanna, ich denke, ihr wollt ins Krankenhaus. Ja, aber Steffen will das nicht. Er sagt ja, ihm geht's wieder besser. Ja, du kannst ihn doch jetzt nicht allein lassen. Wer soll sich denn um ihn kümmern? Der braucht doch keine Hilfe. Und im Notfall bist du ja da. Ja, genau das meine ich. Guck doch mal. Schon wieder ganz fit? Bis morgen. Bis morgen. Na. Na, super. Tut mir leid für den Lapsus. Ihren Lapsus sollte sich mal ein Arzt ansehen. Ich mag keine Ärzte. Punkt 1, Rauchen ist ungesund. Punkt 2, ich bin auch Ärztin. Bei Ihnen ist das was anderes. Sie mag ich. Punkt 3, ich rufe jetzt einen Kollegen an. Einen sehr erfahrenen Orthopäden. Punkt 4, ich mache da nicht mit. Dann bleiben Sie im Leben. Hey, bleib lieber hinter mir. Aber dann können wir uns nicht unterhalten. Du, Moritz kann ganz schön abgehen. Nicht, dass er dir noch durchgeht. Haha, was denn, keine Rennen mehr? Ich will nur, dass du heil zurückkommst. Sonst schimpf ich noch dein Daddy, hä? Welcher Daddy? Na, wer wohl? Hinter mir bleiben! Keine Lust! Giovanna! Okay. Na komm! Komm schon! Los! Komm! Hey! Oh. Giovanna! Komm her! Verdammt, Giovanna! Komm! Komm! Komm her! Komm! Komm! Giovanna? Mann! Giovanna, bist du okay? Geht so! Ich hätte wissen müssen, worauf ich mich da einlasse. Na, wenigstens hast du dir diesmal nichts gebrochen, ne? Erinnere mich nicht daran. Warum passiert mir das eigentlich immer nur mit dir? Keine Ahnung. Vielleicht, weil du nicht verlieren kannst. Nein, weil es einfach zu gefährlich ist mit dir. Wenn wir zusammen sind, dann übertreiben wir maßlos. Ich brech mir irgendwann noch einen Hals. Deine Klamotten. Siehst du am besten gleich aus. Ja, ich hol dir eine Decke. Ich zieh mich doch nicht vor dir aus. So holst du dir eine Lungenentzündung.
Warum muss ich denn jetzt da runter? Dr. Franke kommt. Er schreibt Ihnen eine Überweisung fürs Krankenhaus und ich werde Sie da gleich hinfahren. Sie haben es aber eilig, mich loszuwerden. Ich habe gedacht, wir machen uns jetzt so richtig gemütlich. Ich kann nicht die Verantwortung für einen fallsüchtigen alten Mann übernehmen. Takt und Feingefühl ist nicht zu erdingen. Kann es sein? Manchmal muss man den Realitäten einfach ins Auge sehen. Tag, Herr Franke. Guten Tag, Frau Kollegin. Na, wo haben wir denn unseren Patienten? Ah ja, ich sehe schon. Eine Lumbago der Vertebrae lumbalis mit Blockierung. Meinen Sie nicht, das ist ein kleiner Prolapsus nuclei pulposi? Die Frau Kollegin meint einen leichten Bandscheibenvorfall. Aber ich vermute eher einen Hexenschuss. Aber deswegen muss man ja nicht gleich ins Krankenhaus. Nee, das sage ich doch. Ja, aber man muss doch wenigstens ein CT machen. Ich würde vorschlagen, wir warten erst mal ab. Am besten, Sie schonen sich und machen sich's gemütlich. Bei der Frau Kollegin sind Sie doch da in besten Händen. Sobald die Schmerzen nachlassen, sollte er sich viel bewegen, um weitere Blockaden vorzubeugen. Am besten, Sie gehen mit ihm spazieren. Ich habe leider überhaupt keine Zeit. Spaziergänge sind doch was Herrliches hier am Weichensee. Geben Sie ihm davon gleich eine Spritze in den Gesäßmuskel. Wieso ich? Sie sind der Spezialist. Aber Sie haben die besseren Augen. Auf Wiedersehen, Frau Kollegin. Habe ich das richtig verstanden? Sie wollen mir eine Spritze in den Hintern geben? Bringen wir es hinter uns. Nein. Nichts gegen Sie persönlich, aber ich lasse vor Ihnen nicht die Hosen runter. Wie Sie wollen, dann bringe ich Sie wieder nach oben. Danke. Das kann ich schon selbst. Na dann. Toll. Verdammt. Es tut mir leid. Machen Sie sich keine Gedanken. Wir sind alle von meinem Ex. Ich wusste nie, wohin damit. Ich möchte Sie wenigstens zusammenfegen. Würde mich interessieren, wie Sie das machen. Aus rein technischem Interesse. Wie gesagt, ich kann Ihnen auch eine Spritze geben. Sie können aber auch gern weiter Vasen zerschlagen. Verstehe. Dann schleppst du also deine ganzen Frauen immer hierher ab. Der Schlüssel hängt schon an der Tür. Das Holz wartet auf dich. Ganz genau. Und das hier ist dann die Nummer mit dem Naturburschen. Gar nicht schlecht, oder? Geht so. Ihr Handy? Mein Handy. Augenblick. Danke. Hallo, Giovanna, Baby. Hi. Ich wollte nur mal hören, wie es dir geht. Alles im Lack, meine Kleine. Gute Luft, die heile Welt. Da kann man ja nur gesund werden. Ach, schön, deine Stimme zu hören. Und wie geht's dir? Wo steckst du gerade? Wir sind hier auf so einer Hütte. Und ich sitze draußen und der Ausblick ist traumhaft. Das freut mich für dich. Oh. Steffen? Alles im Lack, meine Kleine, nur der Rücken. Hast du Schmerzen? Nur wenn ich einen Salto mache, aber das lasse ich dann lieber bleiben. Nee, es ist alles okay. Grüß mir die Berge. Bis morgen. Ciao. Frau Doktor, es gibt doch sowas wie eine ärztliche Schweigepflicht. Ja, ob die auch bei Altersbeschwerden gilt? Ja. Danke. Oh.
Sie haben was gut bei mir. Kann ich irgendwas für Sie tun? Heute Abend kommt mein Ex-Mann zu Besuch. Der Vasenmann? Der Vasenmann und seine neue Frau. Und wenn Sie ausnahmsweise mal darauf verzichten könnten, sich in den Mittelpunkt zu spielen, dann können Sie gerne mit uns zusammen essen. Versprochen. Ich ziehe mich um. Jetzt übertreibt man nicht mit der Idylle. Die Fesseln von Moritz haben sich entzündet. Wir können leider erstmal nicht mehr weiterreiten. Ja, wie lange willst du hier bleiben? Ist zwar nicht so luxuriös wie das Berghotel, aber für eine Nacht. Sie sollen hier pennen? In einem Bett? Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist doch gemütlich. Wer sagt's denn? Geht doch wieder. Übertreiben Sie es nicht gleich. Oh, das sieht aber lecker aus. Ach Mist, ich werde nicht rechtzeitig fertig. Suppelig köstlich. Mit Muskatnuss, ja? Ja, aber fehlt noch die Kresse. Für ein Abendessen mit dem Ex geben Sie aber ganz schön Mühe. Seine neue Frau kann nicht kochen. Soll doch ruhig merken, was er alles versäumt in seinem neuen Leben. Ganz schön tückisch. Ah, der Salat ist nicht fertig. Ich mach das. Kümmern Sie sich um die Gäste. Mozzarella? Rucola? Ja? Ich habe schon alles vorbereitet. Sie wissen, wie das geht? Ja, ja. Salat kommt. Okay. Ah. Maria. Hallo. 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 Hallo, Anna. Schön, Sie zu sehen. Gut siehst du aus. Was ist für dich? Lass mich raten. Eine Vase? Königlich Braunschweiger Manufaktur mit dreifachem Brand. Die Kamee sind aus Molluskenschale. Die habe ich auf dem Flohmarkt entdeckt und sofort an dich gedacht. Maria liebt Vasen. Oh, die ist aber wirklich. Freut mich. Bitte? Du hast deine Freundin zu Besuch? Mhm. Er heißt Steffen. Steffen Berger. Interessant. Hey! Kannst du nicht anklopfen? Moment. Zimmerservice. Nur damit das klar ist. Heute Nacht läuft nichts zwischen uns. Keine Sorge. Du bist für mich nur eine Frau mit Kundennummer, mehr nicht. Allerdings lässt sich der Servicebereich von meinem kleinen Unternehmen jederzeit erweitern, falls erwünscht. Nein, danke. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Bist du immer noch der wilde Cowboy? Oder gibt's da mittlerweile eine Frau, Kinder und ein Reihenhaus? Du gehst ja ganz schön ran, ja? Okay, ich bin inzwischen erwachsen, falls du das meinst. Ich hab einen Pferdehof. Ich bin der Tierarzt, dem die Frauen vertrauen. Aber keine bestimmte? Nee, hunderte. Es gab da mal eine, mit der wäre alles möglich gewesen. Ja, aber das ist schon lange her und mittlerweile schlägt ihr Herz mehr für ältere Semester, wie ich gehört habe. So. Alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich. Schon sagen, die Salatsoße vom Feinsten. Das Kompliment geht an Steffen.
wirklich köstlich. Und dann noch Tiramisu. Erdbeer-Tiramisu. Sowas habe ich noch nie gegessen. Ich kann dich zu deinem neuen Freund nur beglückwünschen. Das Kompliment geht wiederum an Maria. Ihr ergänzt euch wirklich perfekt. Kochtechnisch. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Ja, um ehrlich zu sein, mir kommt es immer wieder vor wie seit gestern. Ja, mir auch. Da muss ich Sie wohl um Ihre Zustimmung bitten, wenn Maria und ich wieder zusammenarbeiten wollen. Ja, sieht ganz so aus. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Schönheitschirurgie ist nicht mein Fachgebiet. Maria, du bist die beste Chirurgin, die ich kenne. Dem jungen Kollegen mangelt es einfach an Erfahrung. Um Falten wegzukriegen, muss man da eigentlich selber Falten haben? Jedenfalls komme ich kaum noch nach Hause. Ich bin nur noch am Arbeiten. Ja, das stimmt wirklich. Anna und ich haben bereits über alles gesprochen. Sie hat nichts dagegen, wenn wir wieder ein Team sind. Arbeitstechnisch. Hätten Sie was dagegen? Ich meine, wenn Maria und Kurt wieder... Soll ich ehrlich sein? Ja. Wenn man sich getrennt hat, dann soll man auch getrennte Wege gehen. Aus Respekt vor den Gefühlen, die da mal waren. Keine Sorge. Maria und ich sind Profis. Und in unserem Beruf geht es um andere Dinge als irgendwelche großen Gefühle. Ich glaube, Maria sieht das etwas anders. Ja, vielleicht ist es wirklich besser. Wir gehen weiterhin getrennte Wege. Trotzdem vielen Dank für das Angebot. Wollt ihr noch einen Espresso, bevor ihr geht? Ja, gerne. Danke, nein. Espresso um diese Zeit kommt mir nicht mehr so gut. Tja, dann doch nicht, danke. Dein Freund ist wohl eifersüchtig auf mich. Das muss er nur wirklich nicht sein. Nein? Nein. Ja, dann danke für die Einladung. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Ihr passt wirklich wunderbar zusammen. Mhm. Danke. Was fällt Ihnen ein? Sie können sich doch nicht einfach so in mein Leben einmischen. Nein. Vielleicht habe ich gerade keinen Job und brauche einen. Vielleicht hätte das Angebot von Kurt alle meine Probleme gelöst. Haben Sie wirklich Lust, in seiner Klinik Extraschichten zu schieben, damit er mit seinem Hasen nach Paris fliegen kann? Nach Bangkok, Tokio, New York? Das geht Sie überhaupt nichts an. Ich hatte den Eindruck, es hat Ihnen gefallen, dass er denkt, ich sei Ihr neuer Freund. Also musste ich mich auch so verhalten. Außerdem hat er Sie beleidigt. Wieso? Er hat gesagt, Sie seien nicht fähig zu großen Gefühlen. So hat er das nicht gemeint. Das verteidigen Sie ihn auch noch. Sie glauben tatsächlich, 35 Jahre Ehe und es waren keine schlechten Jahre, kurz mal so beurteilen zu können, nach einem Abend. Aber irgendwas muss ja schiefgelaufen sein in Ihrer Ehe. Also, jetzt ist gut, ja? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich hatte den Eindruck, Sie lassen sich zu viel gefallen. Und da musste ich ja eingreifen, als Ihr Freund. Der alten Schule nach hätte ich ihn an die Luft setzen müssen. Aber es ist alles nicht mehr so, wie es war. Naja, vielleicht haben Sie ja sogar recht. Espresso? Na. Der Rücken? Ja! Am besten, Sie legen sich gleich hin, in mein Gästezimmer. Da ist die Matratze härter. Warum erfällt das erst jetzt? Das hätten Sie mir schon gestern sagen können. Gestern kannte ich Sie noch nicht so gut. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Sehr gut. Sehr gut machen Sie das. Da lang. Ja, jetzt hören Sie auf. Wir handeln mich ja wie einen alten Mann. Sie sind ein alter Mann.
fühle mich aber nicht so. Oder fühlen Sie sich schon als alte Frau? Ich habe im Moment andere Sorgen. So, jetzt? Ja, ja. Achtung! Vorsichtig! Oh! Ist alles in Ordnung? Bitte nicht bewegen! Oh, das tut gut. Endlich mal keine Schmerzen. Aber so können wir nicht liegen bleiben. Bitte. Nur eine Minute. Danke. Wo wir jetzt schon mal so im Bett liegen, können wir uns ja auch gleich duzen. Ich bin der Steffen. Ich bin die Maria. Mhm. Und jetzt der Kuss. Was war das? Ich halte mich nur an die Traditionen. Sie sind verrückt. Sehr, sehr witzig. Was soll denn das? Du hast den Arm um mich gelegt. Hab ich nicht. Hast du doch. Nur damit das klar ist, da läuft nichts mit uns beiden. Das hab ich doch gesagt. Aber anscheinend bist du in solchen Sachen ein bisschen unausgelastet. Bitte? Na ja, bei so einem alten Freund. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Anspielung? Ich will mich da nicht einmischen. Oh, das reicht. Was denn? Du hast wirklich keine Ahnung, was Frauen an Männern gefällt. Hä? Aber die hattest du ja noch nie. Ah. Giovanna. Jetzt mach keinen Quatsch. Wir müssen uns doch nicht streiten. Doch, ich denke schon. Bitte nicht vor den Pferden. Die können ruhig wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wieso provozierst du mich eigentlich die ganze Zeit? Glaubst du, ich will noch was von dir? Komm, wir waren junge Chaoten. Wir hatten eine Menge Spaß, aber das war noch nie was Ernstes mit uns. Vielleicht nicht für dich. Wieso? Weiß ich. Ich hab dich geliebt. Ich hab nie verstanden, weswegen du dich damals nicht mehr gemeldet hast. Finn. Mir. Höchstpersönlich gehofft für dich. Dann geht's dem Rücken wieder besser. Naja, die da, die hat mich leider wieder ein bisschen zurückgeworfen. Weißt du so? Holst du bitte eine Vase?
Sind die alle von deinem Ex? Mhm. Aha. Na, dann nehme ich aber lieber was anderes. So. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, wegen gestern Abend. Aber du kamst zufällig in meine Kussreflexzone. In deine Kussreflexzone? Mhm, das ist was Magisches an dir. Da hat man als Mann keine Chance. Dann halte ich lieber auf Abstand. Schade. Kann ich dir einen Kaffee machen? Espresso? Cappuccino? Nein, nein. Nicht nötig. Ach komm, jetzt gib mir eine Chance. Ich möchte irgendwas Gutes für dich tun. Da hätte ich tatsächlich eine Idee. Ah ja? Mona! Lisa! Nicht so schnell! Alter Mann, ist kein D-Zug! Hey! Sie haben die Schafe erschreckt! Mona! Lisa! Ich weiß nicht, welcher der richtige ist. Also, wir müssen da lang. Tut mir übrigens leid, wegen vorhin. Hältst dich halt für unwiderstehlich. Nee, nicht wirklich. Na komm. Musiker. Ist alles in Ordnung? Hm? Oh. Ja. Ich genieße das Zusammenleben mit Mona und Lisa. Vielleicht hätte ich doch Schäfer werden sollen. Aber dann hast du dich doch für die Architektur entschieden. Du hast heimlich über mich recherchiert? Ist das ein Zeichen von ehrlichem Interesse? So könnte man es auch nennen. Ja, also, ich würde dir gerne mein Leben erzählen und warum ich Musiker geworden bin. Aber das dauert ein paar Schäferstündchen. Hast du Zeit? Mir reicht die Kurzfassung. Schade. Mal kurz. Kannst du mal halten? Ja, klar. Die Fessel ist immer noch ganz heiß. Mist. Darf ich mich bei dir aufstützen? Nur wegen meines Rückens. Oh, das tut gut. Arm in Arm mit einem Engel. Musst du jede Frau anbaggern? Nein, ich habe da ganz strenge Richtlinien. Trau keiner über 30 und schon gar keiner mit Schaffen. Tja, aber im Notfall beim Rheumaschub oder Gichtanfall. Ach ja, du bist immer so romantisch. Puh, ich bin nur vorsichtig mit Männern in einem gewissen Alter. Ich nehme mal an, du bist bei allen Männern vorsichtig. Hm? Ich weiß auch warum. Dir fehlt ja nichts. Genau. Du hast viele schöne Vasen, du hast einen sehr sympathischen Ex-Ehemann, der dir keine großen Gefühle zutraut. Und du hast tolle Berufsaussichten. Ja, schon gut. Der Rausschmiss, oder wie man das nennen mag, der kam total überraschend für mich. Ja, ist doch eine gute Gelegenheit, was Neues auszuprobieren. Hast du dir das schon mal überlegt? Ja, ich würde gerne als Dozentin arbeiten. Anamnese, Zusammenhang zwischen Sport und Film und psychischer Disposition. Was heißt das auf Deutsch?
Ja, es gibt Leute, die wünschen sich ganz unbewusst eine Zäsur in ihrem Leben, weil sie nicht mehr so weitermachen wollen wie bisher. Und genau in dem Moment haben sie einen Unfall. Interessant, ne? Wie bei dir. Du meinst, ich habe mir im Unterbewusstsein das Kreuz ausgeregt. Wolltest du wirklich die Berge hochreiten? Das ist eine interessante Überlegung. Rein wissenschaftlich. Aber reden wir wieder von dir. Nein, jetzt bist du dran. Hey, was auf deine Schuhe auf? Fresse meine ganze Berge. Mona, Lisa. Mona Lisa? So richtig viel Gedanken über dich und dein Leben machst du dir eigentlich nicht, hm? Nee, sollte ich. Die Partys, die jungen Frauen, immer mit dem Hüftschwung. Ich meine, nimmst du dich selbst überhaupt noch ernst? Wie mich? Nein. Aber vielleicht jemand anderen. Jemanden auf deiner Augenhöhe. Es muss doch jemanden geben, der dich und deine Probleme versteht. Ich habe keine Probleme. Ständig diese coolen Sprüche. Das Selbstverliebte. Das lächerliche Dauerflirten eines alternden Macho. Ja, das kann schon sein, dass ich in einer gewissen ranzigen Weise in einer alten Rolle stecken geblieben bin, aber bist du anders? Ja, ich bin da anders. Nein, das glaube ich nicht. Du spielst die Rolle des guten Menschen. Und das ist ein Trick. Damit geht man Konflikten aus dem Weg und hält sich die Leute auf Abstand. Aber was soll's? Ich meine, ich halte in meiner Rolle als Casanova auch die Leute auf Abstand. Ich bin überhaupt der Meinung, dass alle Menschen im Leben eine Rolle spielen. Man schlüpft in so eine Rolle wie in einen alten, gut sitzenden Anzug und dann zieht man sein Ding durch. Egal mit wem man es zu tun hat. Und das Verblüffende ist, das funktioniert immer. Ja. Also mir geht's gut. Und dir? Mhm. So. Oh, ist das wirklich in Ordnung? Okay, das ist doch eine Freude, wenn der Horberbauer mal wieder vorbeischaut. Im Stall da drüben, da ist gemütlich. Da hat er als Junge auch mal einen Spaß gehabt. Giovanna ist nur eine Bekannte. Du brauchst keine Angst, ich verrate nichts, ich bin gerade ratschen. So, jetzt bringe ich das Grafchen mal rüber. Lass dich bald mal wieder sehen. Dank dir. Ins Hunger kriegt. Da war noch ein Schweinsbraten. Servus. Sag mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Ich glaube schon, ja. Also du und ich im Heu und er ist kurz ratschen. Er wird uns nicht verraten. Da wird es auch nichts zu verraten geben. Darf ich mal? Was ist denn das für eine Narbe? Ey, keine Sorge, das war nur so ein Blackout. Ist schon ziemlich lange her. Maria hat mir da sehr geholfen. Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein. Jeder Mensch hat mal eine Krise, oder? Ja, schon, aber doch nicht so, dass... Das... Wenn du mal jemanden brauchst, ruf mich an, ich bin immer für dich da. Das ist lieb von dir, aber mir geht's wirklich wieder gut. Ehrlich. Trotzdem danke fürs Angebot. Ja, jetzt ist sie bald vorbei. Die schöne Zeit. Mit meinen Rückenschmerzen und dir als meiner persönlichen Ärztin. Ihr seid mir immer herzlich willkommen. Die Rückenschmerzen und ich? Du und Giovanna. Ja, machen wir uns nichts vor. Wir werden nicht mehr so offen miteinander reden können, wenn Giovanna zurück ist. Niemand wird mehr mit mir streiten. Niemand wird mich mehr einen alten, lächerlichen Macho nennen. Schon schade. Ich werde leben, wie ich immer gelebt habe. Ich werde reden, was ich immer geredet habe. Alles wie gehabt. Der ewig 30-Jährige.
Ja, genau. Das wird mir fehlen, diese fiesen kleinen Kommentare. Aber das Schlimme ist, im Grunde hast du ja recht. Ich lebe nicht mein Leben, sondern ich lebe das von Giovanna. Ich komme gar nicht mehr dazu, mir Gedanken zu machen über mich, über meine Musik, über den Sinn des Ganzen. Reagieren nur noch. Dann wird das nichts mit der Selbstfindung. Und wie ist das mit dir? Führst du dein eigenes Leben oder passt du dich auch nur an, um es anderen recht zu machen? Kann schon sein. Dann müssen wir das schleunigst ändern. Sonst bleiben wir beide auf der Strecke. Und das wäre doch schade. Ich glaube, jetzt muss ich aufpassen, sonst gerate ich nur in deine Kussreflexzone. Ja, vorsichtig. Und lass bitte alles stehen. Ich räume das morgen auf. Na? Gute Nacht. Schnell ins Bett, und zwar sofort. Und? Bei dir alles okay? Alles bestens. Ich kann dir gleich noch eine gute Nachtgeschichte erzählen. Leg dich lieber in deine Koje. Kein guter Nachtkuss? Hm? Na gut. Schlaf schön. Du auch. Habe ich dich geweckt? Es tut mir leid. Ich wollte nur die beiden in den Schlaf spielen. Was spielst du da? Ich weiß nicht. Irgendwas Neues. Das ist schön. Da kann niemand schlafen. Weder Schaf noch Mensch. Gar nicht in der Zukunft, wie wir immer denken, sondern in Momenten wie diesen. Ja, hier muss sie sein. Die Ewigkeit? Ja. Das hier passiert nicht in unserer Zeit. Das ist was anderes. Das hat mit unseren Seelen zu tun. Bist du sicher? Ja. Wo geht's hin? Hier lang. Nee, es geht alles in Ordnung.
ist wieder dunkel. Lassen wir es so. Vielen Dank, Finn. War wirklich schön mit dir. Ja, fand ich auch. Dann sag ich mal tschüss. Und tschüss. Komm. Hey! Kannst du schon richtig verabschieden? Besser nicht. Pass gut auf dich auf, ja? Mach ich. Giovanna! Hallo! Giovanna! Na? Ich bin wieder da. Steffen? Steffen? Ach, Giovanna, du bist schon zurück. Ja, was heißt schon? Ich bin einen Tag zu spät. Ah, war das nicht gerade Steffen? Bitte sag, dass das nicht wahr ist. Doch. Es ist wahr. Giovanna. Entschuldige. Aber das mit Maria, das ist was anderes. Das ist was Schönes. Schön für euch. Ich will es dir erklären. Nicht nötig. Lass uns wie erwachsene Menschen miteinander reden. Ist doch keine Katastrophe. Es ist nur anders. Keine Sorge. Was Besseres als dich finde ich allemal. Ja. Das meine ich ja. Aber ich finde keine bessere Freundin. Warum müssen sich die Menschen immer verletzen? Kann man das nicht anders regeln da oben? Geht es nicht anders? Besser, du gehst jetzt. Giovanna! Alles okay? Was ist passiert? Mich hat's mal wieder aus dem Karussell gehauen. Hä? Ich hab Steffen mit Maria im Bett erwischt. Mit Maria! Was? Ja, und jetzt? Wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Okay, warte, ich komm mit. Ich kann schon wirklich selber auf mich aufpassen. Aber es ist doch viel netter, wenn wir zu zweit auf dich aufpassen. Das ist nicht dein Ernst.
Du willst, dass ich gehe? Es ist besser so. Ja, es ist das alte Spiel. Du kämpfst nicht. Nicht um deinen Beruf, nicht um mich. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Ich muss nachdenken. Glaub mir, ich habe mit sowas Erfahrung. Zum Schluss wird einem immer wieder verziehen. Ich kann es mir selbst nicht verzeihen. Wie konnte ich das nur tun? Wie konnte ich nur was mit dem Freund meiner Freundin anfangen? Ich? Ja, vielleicht, weil du eine tiefere Empfindung für diesen Freund entwickelt hast. Ach was, tiefere Empfindung? Die wievielte tiefere Empfindung bin ich denn für dich in diesem Jahr? Das war nicht fair, Maria. Das Ganze war ein Fehler. Maria, du betrügst gerade dich und mich um unser Glück. Geh jetzt bitte. Maria. Bitte. Feigling. Dein Handy. Ach, lass es einfach klingeln. Du, die Hufe müssen so langsam sauber sein, hm? Okay. Kann ich sonst noch irgendwas tun? Alles wunderbar. Gut, dann rufe ich mir mal ein Taxi. Du kannst auch gern bleiben. Ach, ich weiß nicht. Ich habe hier eine Gästewohnung. Ja, aber ich habe ja nicht mal Klamotten dabei. Mach dir doch nicht solche Sorgen um mich. Hab mich aber dran gewöhnt. Wagner? Ich bin's, Kauder. Schön, dass ich Sie gleich dran kriege. Wir haben hier ein Problem. Die Kollegin Merk musste plötzlich in den Mutterschutz. Und daher würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Kündigung wieder rückgängig machen. Ich hatte nicht gekündigt. Ich wurde gekündigt. Ja, Sie wissen schon, wie ich das meine. Kann ich Sie gleich zurückrufen? Ja, aber selbstverständlich, Frau Wagner. Finn! Hi! Stör ich? Überhaupt nicht. Ich will nur die Sachen von Jovana abholen. Ich hol sie dir. Wie geht's dir denn? Gut. Sie macht sich's bei mir gemütlich. Echt? Das freut mich. Mich auch. Dann habt ihr von Steffen nichts mehr gehört? Nein. Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm. Ist vielleicht auch besser so. Hm, vielleicht. Komm. Junge Dame, Ihr Gepäck. Du warst ja ganz schön lange weg. Ich war noch einkaufen. Shirts, Shorts, Socken, Jeans. Nur für den Fall, dass du noch länger bleibst. Du hast mir Klamotten gekauft. Nicht nur, Moment. Zahnpasta. Mega Size. Du willst wirklich, dass ich bleibe? Probier die Sachen lieber erstmal an. Nicht nötig.
Können wir jetzt endlich anfangen? Wie wär's zuerst mit Jane aus Rock? Ich habe die Setliste umgebaut. Ja, ich habe schon verstanden. Es hat euch nicht gefallen. Giovanna! Was für eine Überraschung. Schönes Stück. Kompliment. Danke. Ich bin gekommen, um euch eine neue Konzertmanagerin zu empfehlen. Das ist eine sehr gute Kollegin von mir. Die übernimmt fast alle Bands, die ich unter Vertrag habe. Das heißt, du hörst wirklich auf? Ja, ich will endlich mein Studium beenden. Aber das war eine tolle Zeit mit euch. Ich wollte mich noch mal bedanken dafür. Wir werden dich vermissen. Mach's gut. Giovanna. Bitte, nimm ihn wieder zurück. Er soll dich nicht an mich erinnern, sondern an deinen 30. Geburtstag. Ich habe ihn sogar anpassen lassen. Na gut, weil du es bist. Was macht eigentlich Maria? Du bist wirklich unmöglich. Darum musst du dich schon selbst kümmern, Steffen. Tschüss, Jungs. Tschüss. Ciao. Ich habe Weichenseeverbot, bin auch gleich wieder weg. Ich wollte nur meine beiden jungen Freundinnen besuchen, die Mona und die Lisa. Die sind heute im Stall. Ah, das ist schade. Kannst du ihnen was ausrichten? Ich würde sie gerne einladen, morgen Abend zu meinem Konzert. Ich habe zwar sehr schöne Plätze für sie reserviert, ein dritter wäre auch noch frei. Und du meinst, du kannst so spielen? Ja, weißt du, die äußeren Schmerzen sind nicht die schlimmsten. Ich vermute einen inneren Bandscheibenvorfall der ganz üblen Sorte. Ja, ich habe leider keine Zeit. Ich muss zur Arbeit. Du hast einen neuen Job als Dozentin? Nein, es ist mein alter Job. Sie wollen mich wieder. Das ist nicht dein Ernst. Du spielst wieder die Rolle der netten Kollegin, die sich von jedem ausnutzen lässt, dann abgeschoben wird? Maria, überleg's dir. Das ist eine Frage der Selbstachtung. Du kannst ja nicht so weitermachen wie bisher. Ist doch was passiert zwischen uns beiden. Ich muss los. Hallo? Pitt, ich bin's. Ich steig aus. Der Nino kann für mich übernehmen. Ja? Komm mir morgen nochmal vorbei. Gut. Die Kollegin Merkel hat uns ganz schön in die Bredouille gebracht. Ja, kaum war die Probezeit abgelaufen, schon war sie schwanger. Risikoschwangerschaft, sie muss liegen. Sie wissen ja, was das für uns bedeutet. Und gerade jetzt, wo ich kürzer treten wollte. Ich wollte nicht stören. Das hatte ich mir bereits angedeutet. Mein Rücken, Sie wissen ja. Und der Golfarm. Ach, der Golfarm. Aber jetzt mal unter uns. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein großes Interesse haben. Das hatte ich Ihnen doch gesagt. Meine Stelle zu übernehmen. Sie haben die Erfahrung, das richtige Alter. Und solange Sie in der Klinik Einsparpotenzial sehen, steht auch der Aufsichtsrat geschlossen hinter Ihnen. Sie schieben hier überwiegend eine ruhige Kugel. Hm? Und Sie? Ja, ich wäre dann nur noch im Aufsichtsrat. Wissen Sie was?
Ich habe keine Lust mehr, mich ausnutzen zu lassen und in einer Klinik zu arbeiten, in der es nur um Profit geht. Nur damit Sie mit Ihren Freunden vom Aufsichtsrat nach Paris fliegen können. Bitte? Oder Bangkok, Tokio, New York. Frau Wagner, Sie haben mir doch von Ihren Studien erzählt. Ich beabsichtige nämlich auch, meine Lehrtätigkeit an der Uni München aufzugeben. Ich könnte Sie da, ja, falls Sie es möchten, ins Spiel bringen. Ich werde es mir überlegen. Auf Wiedersehen. Alles klar. Dankeschön. Hallo. Ich will Jovano sprechen. Bitte. Ja klar, die kümmert sich gerade um die Pferde. Ist entweder in der Weide oder in der Sattelkammer. Na gut. Nur Mut. Kann ich gut gebrauchen. Hallo, Jovana. Hi. Kann ich dich kurz sprechen? Wenn du das gerne möchtest. Schön, dich zu sehen. Ich weiß, ich war dir eine schlechte Freundin und es stimmt. Ich hätte es auch verhindern können. Und dass das ausgerechnet mir passiert, sowas passt doch gar nicht zu mir. Dachte ich immer. Ja, das dachte ich auch. Ja, aber inzwischen weiß ich, ich mache mir da was vor. Und auch allen anderen. Ich bin gar kein so guter Mensch, wie ich immer sein wollte. Ich bin ziemlich einsam. Und dann kommt so einer in mein Leben reingeschneit und bringt mich zum Lachen und hört mir zu und versteht mich plötzlich. Ich habe mich in ihn verliebt. Ach, Maria. Dabei wollte ich doch immer dein Bestes. Du bist doch nicht meine Mutter. Auch wenn ich dich manchmal dazu gemacht habe. Es tut mir so leid. Kannst du mir verzeihen? Irgendwann? Gerne. Ich brauche gerade dringend eine Freundin. Ich bin nämlich auch verliebt. Hier? In Finn. Ach, das ist ja schön. Oh, ich weiß. Ich weiß bloß nicht, warum jetzt erst. Oh. Auf einmal sind wir uns so wahnsinnig nah. Finn ist toll, der kümmert sich. Maria? Oh, dir geht's gerade gar nicht gut, oder? Ach, ich denk die ganze Zeit an Steffen. Weißt du, worauf du dich da einlässt? Ich weiß. Trotzdem, ich krieg ihn einfach nicht aus meinem Kopf. Du, die Band spielt heute im Club Fidelis. 19 Uhr. Ja, naja, er hat sowas gesagt, aber. Viel Spaß? Hm? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Die beiden kommen auf persönliche Einladung von Steffen Berger. Es sind zwei schöne Plätze reserviert. Steffen spielt heute gar nicht. Der ist gar nicht mehr in der Band. Die ist nicht da? Dürfte ich Sie jetzt bitten, diese beiden Viecher hier wieder rauszubringen? Sie haben wohl kein Herz für Schafe. Mona! Lisa! Ja, tun Sie mal was! Ah, Mona! Auch kannst du wieder einsteigen? Ja, aber ich brauche eine Auszeit. Bin nicht mehr der Jüngste. Aber mit Nino kommt er gut klar. Maria.
Diese Biester müssen sofort raus. Wir haben doch hier keinen Streichelzoo. Du hast uns ein Konzert versprochen. Ja, das bekommt ihr auch. Aber nicht hier. Hey, wir haben gehört, hier soll es irgendwo ein Konzert geben.